Hallo, mein Name ist Andrew und zwar, ich habe heute ein Thema, was euch vielleicht auch ein bisschen begeistern würde. Es geht um die zeitliche Geschichte, es geht um Dokumentationen, es geht um generell, warum man generell in der heutigen Zeit immer wieder geschichtlich alles zerpflücken dort, immer wieder neue Thesen heraufbringen dort und neue Fakten und neue Mythen glauben und Aberglauben und auch generell immer wieder eine Geschichte, die wo natürlich spektakulär ist und natürlich in dem Sinn jeden in dem Sinn begeistert, warum man quasi immer wieder sowas generell zerpflücken tut. Und aus meinen 36 Jahren Lebenserfahrung kann ich heute definitiv auch darüber sprechen, weil ich geschichtlich wirklich ein Dorn im Auge habe und auch wirklich in dem Sinn das komplett auch verstanden habe. Ich bin derjenige, der auch die deutsche Gesellschaft verstanden hat. Ich bin auch derjenige, der die komplette Menschheit verstanden hat. Wie sie denken, wie sie ticken und wie sie generell in dem Sinn in den Vordergrund stürzen und auch generell ihr Leben versuchen zu meistern. Und in vieler Hinsicht finde ich ja das gut, dass man quasi geschichtlich alles zerpflücken hat und auch generell in dem Sinn die ganzen Prognose rausholt, warum, weshalb das so geschehen ist. Verstehe ich absolut. Aber irgendwann muss man auch mal eine These ansprechen und das ist für mich jetzt einmal wichtig, dass ich das mache und das habe ich in dem Sinne auch erkannt. Nicht alles ist schwarz und weiß und nicht alles muss man wirklich wortwörtlich alles in dem Sinn auseinandernehmen. Viele sind sehr, sehr wichtig aus wissenschaftlichen Thesen und auch generell aus psychischen Thesen, aus geistigen Thesen, als menschliche Thesen, dass wir quasi in dem Sinn aus den Fehlern lernen und sich quasi fortpflanzen durch eine bessere Gesellschaft und durch eine bessere Menschheit. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, was ich jetzt auch in dem Sinn ansprechen möchte. Warum dauert eine deutsche Gesellschaft immer wieder diese ganzen Geschichten so zerpflücken? Warum, und das stellt sich jetzt mal wirklich die Frage, warum darf man wirklich Menschen, die man quasi hochgestellt hat und dann in dem Sinn so Glück gehabt hat und dann in dem Sinn auch noch unter anderem als sehr, sehr wichtige Person gehalten worden ist, warum darf man generell, wenn sie dann sterben, generell in Boden trampeln? Warum sagt man dann auch Prognosen? Warum sagt man generell über Menschen, die sowieso gestorben sind, irgendwelche negativen Dinge? Und das ist auch so ein Fakt, was ich jetzt mal ansprechen will, weil das ist also ein Punkt, was jedes Mal in diesem Land, in Deutschland stattfindet. Und das zeigt mir doch in dem Sinn nur eines, dass der Deutsche sie bloß in dem Sinn wichtig machen will, der ihn bloß im Vordergrund stellen will. Und das ist der Punkt, warum man quasi eine Gesellschaft und eine geschichtliche Erzählung in dem Sinn jetzt immer wieder zerpflücken tut, weil man sie generell nur im Vordergrund stellen will, weil man generell auf andere Art und Weise sich gar nicht mehr sich qualifizieren kann. Und das ist der Punkt und das ist das, was mich in dem Sinne so dermaßen ankommt, weil jeder sich bloß in dem Land nur sich wichtig machen will. Und bei Charakter und Anstand und Sitten, Mitgefühl, Liebe, Anerkennung, das wird ja gar nicht mehr in der heutigen Zeit gezählt in dem Land und es wird auch nicht mehr wertgeschätzt. Und das ist der Grund, warum man quasi auf andere Art und Weise sich wichtig machen muss. Deswegen muss ja zum Beispiel eine Frau in dem Sinn, sie sich nackt ausziehen und sie sich wichtig machen. Das ist der Punkt, weil anders können sie sich ja gar nicht mehr generell mit anderen Menschen duellieren. Das ist der Punkt. Und das ist erbärmlich, das ist sehr traurig. Und wir sollten langsam wieder wirklich in die Realität wieder zurückkommen und der Menschheit einmal wieder diesbezüglich mal wieder einen Sinn geben, was wirklich Mensch bedeutet. Und nicht generell das Verhalten oder den Verhaltenskodex vermitteln, dass sie alle perfekt sind. Was in dem Sinn überhaupt nicht stattfinden wird. Und dass man quasi überall nur wegschaut und in dem Sinn nur quasi sie
als eigene Person als wichtig finden dort. Und dass man quasi in dem Sinn nur Punkte sagt, dass man quasi was Besseres ist. Das ist ein Irrglaube. Ganz ehrlich, wir könnten alle wichtig sein, wir könnten alle perfekt sein, wir könnten alle gut sein füreinander. Aber man muss einfach generell wirklich auch mal zurückstecken, man muss auch generell den Glauben einmal an anderen Menschen schenken. Und was ich auch in dem Sinne auch damit sagen will, unter anderem, ganz ehrlich, nur der Deutsche zerreißt sich so dermaßen über Menschen, die wohl schon längst tot sind. Martin Luther King hat so viel geleistet. Über den wird nur über das Schlechte auch unter anderem nachgedacht. Warum? Erst wollen sie in den Sinn hochstellen und dann sind sie in dem Sinn wieder runterschmeißen. Weil das ist ja heutzutage sehr, sehr wichtig, dass man ja keinen übermenschlich machen darf. Aber ihr seid doch diejenigen in dieser Gesellschaft, die wohl so weit es drin gehabt habt. Und genauso hat man es generell mit anderen Menschen auch gemacht. Weil Bibel John, auch generell allgemein die Bibel. Das ist Fakt. Ihr sagt Dinge, da wollt ihr quasi Menschen wieder runterschmeißen könnt, nur dass ihr euch in dem Sinn im Vordergrund stellen könnt. Und das ist Fakt. Weil ihr habt alle diese Musik gekriegt. Und ihr habt alle diese Menschen auch gemacht. Und ich kann nur ein Beispiel nehmen. John F. Kennedy war ein großartiger Präsident. Ja, da sagt man negative Dinge. Dass man quasi Menschen wieder runterschmeißen kann von ihrem hohen Ross. Das ist der Punkt. Und auch noch andere Menschen. Bobby Kennedy. Das ist ein Riesenmann gewesen. Sagt man auch negative Dinge. Man sagt bei jedem großen Menschen irgendwas Negatives. Nur um selber in dieser Gesellschaft sich rauszustechen zu lassen zu können. Und das ist in meinen Augen in dieser Welt unmenschlich, dass man über Menschen spricht, die schon längst tot sind und nicht nur mehr in dem Sinn in Ehre gehalten wird, sondern nur ganze Zeit nur über solche Menschen runtergesetzt wird. Und das habe ich rauserkannt aus dieser Menschheit und aus dieser Gesellschaft in Deutschland und vor allem in Deutschland, weil sie alle nur sich wichtig machen wollen. Und das ist definitiv Fakt. Das wollte ich ansprechen.